wundervolle Wohlfühlzeit hier bei Gentle Voice ASMR. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr hattet einen schönen Tag. Ja, ich bin heute nicht so doll geschminkt. Ganz besonders die Augen nicht. Bisschen Mascara. Warum das so ist, erzähle ich euch jetzt. Und zusätzlich gibt es in diesem Video einen kleinen Rossmann-Haul. Ja, ich habe mich ja ziemlich rar gemacht die letzten Wochen und Monate. Ja. Und zwar liegt es größtenteils an meiner Haut. Viele wissen, dass ich Rosazea habe. Ich achte aber so sehr auf meine Ernährung. Das sollte man nicht meinen, weil ich übergewichtig bin. Aber ich achte schon sehr, dass ich meine Haut nicht triggere durch bestimmte Lebensmittel, wie zum Beispiel koffeinierten Kaffee, keine Tomaten mehr, besonders so die letzten Wochen nicht. Warum das so ist, sage ich euch gleich. Und das irgendwie half das alles nicht. Ich kaufe schon seit Jahren keinen Haushaltszucker mehr, nur noch Birkenzucker. So gut wie gar keine Kuhmilch mehr, nur noch Hafermilch oder Kokosmilch. Dann vor ein paar Wochen musste ich per Notüberweisung zu einem neuen Hautarzt. Wir sind ja umgezogen. Und ich bin auch nicht so zufrieden mit meiner alten Hautärztin. Und der hat mich angeguckt und gesagt, das sieht aus wie eine Allergie, weil mein Gesicht so zugeschwollen war, die Augen ganz schlimm. Ich sah aus wie nach einem Boxkampf, ne? Ja. Er hat mich so ziemlich abgefertigt und ja, was haben sie denn für Cremes und so bekommen von ihrer alten Hautärztin? Ja, ich sag so und so, ja, hat das denn gut geklappt? Zu dem Zeitpunkt, sag ich, hat es eigentlich ganz gut geklappt, ne? Ja, dann hat er mir die wieder verschrieben, hat noch ein Rezept für eine Salbe ausgestellt, die mir dann angerührt wurde in der Apotheke. Die hat auch wirklich ganz gut geholfen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, dass... Er hatte auch gefragt, ob ich Allergietests habe machen lassen, alles, habe ich alles damals machen lassen. Wurde es alles nicht so besser und habe ich dann selber mal wieder recherchiert und einen Beitrag gefunden, wo es um Rosazea und Histamine geht. Und es hat sich herausgestellt, ich habe es herausgefunden, dass ich eine Histaminunverträglichkeit habe und siehe da, sobald ich darauf achte, die Lebensmittel nicht zu essen, die viel Histamin beinhalten. Also so gut wie alle Lebensmittel beinhalten Histamine, aber es gibt Lebensmittel, die viel davon haben und manche halt eben weniger bis gar keine. Ne? Und siehe da, es wird besser. Ne? Es war ja schon so weit, dass ich gar keinen Kaffee mehr getrunken habe und das ist für mich eigentlich schon sehr schlimm. Ne? Das fing an, dass ich nur entkoffeinierten Kaffee getrunken habe, weil Koffein bei Rosazea wirklich ungünstig ist, sollte man nicht machen. Das triggert die Haut doch sehr. Und dann, ich denke, das kann doch nicht sein. Trotzdem, bumm, immer so ein Kopf. Das hat mich schon alles sehr genervt und ist ja auch nicht schön, wenn man ständig mit so einem geschwollenen, roten Gesicht durch die Gegend läuft. Mal davon abgesehen, dass es sich auch wirklich beschissen anfühlt, na ja. Ja gut, ihr seht, es ist besser. Meine Augen sind noch nicht so ganz, also die Haut um die Augen ist noch nicht so richtig abgeheilt. Es ist noch sehr trocken und die Haut erneuert sich noch so ein bisschen. Ja, ich habe noch ein bisschen Mascara drauf.
So ein bisschen hübscheln muss ich mich ja auch, ne? Genau. Ja, das war eigentlich so das Gröbste, ne? So ein paar andere Sachen in meinem Privatleben, die sich hingezogen haben, die mich demotiviert haben. Da will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber das hat sich auch soweit geklärt und ja, ich hoffe, dass jetzt so sich die Wogen glätten und ich wieder regelmäßig für euch Videos drehen kann. Na, okay. Also Histaminunverträglichkeit, ich weiß noch nicht, das muss ich mit meiner neuen Hausärztin abklären. Ob ja, das nur in Verbindung mit Rosazea steht, diese Histaminunverträglichkeit, oder ob beides für sich steht, weil einer der Symptome bei Histaminunverträglichkeit ist halt auch eine Gesichtsrötung. Na? Aber sonst habe ich nichts. Also ich habe keine Probleme mit Magen-Darm oder mit laufender Nase oder zumindest in der letzten Zeit nicht. Na? Ja, also es ist noch so in den Anfängen. Deswegen kann ich mehr noch nicht sagen. Aber ich merke, dass wenn ich auf die Ernährung achte, es sich bessert. Ich meine, wenn ich meinen Körper nicht so bombardiere mit histaminhaltigen Lebensmitteln, dann funktioniert es gut. Ich kann sogar morgens eine Tasse koffeinfreien Kaffee trinken, wenn ich halt darauf achte, nicht beim Frühstück noch Kakao. Kakao enthält auch viel Histamine. Noch in meinen Frühstück packe und mittags nochmal einen Kaffee. Da muss ich dann drauf achten. Na? Aber wenn es funktioniert, super. Sieht so aus. Gut. Laber, laber. Ich zeige euch mal ein paar Sachen, die ich so eingekauft habe letztens. Und zwar war ich beim Rossmann. Ist schon ein bisschen her, muss ich gestehen. Die Tüte steht und steht und steht hier. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt kann ich so langsam wieder vor die Kamera treten und euch das ein oder andere zeigen. Hier haben wir von For Your Beauty ein Badeschwamm. Ja, mit dabei ist auch wieder unser Hund. Der Odin liegt drüben wieder auf dem Bett. Der wollte unbedingt wieder mit dabei sein. Und ich bringe es einfach nicht übers Herz, ihn dann rauszujagen. Ist wirklich ein ganz, ganz lieber, süßer Hund. Jetzt am 11. ist er 14 Monate. Ein Badeschwamm aber hier in so einem Altrosa. Dann habe ich noch Hafermilch mitgebracht oder ein Haferdrink Calcium, das ist wohl neu bei Rossmann, ohne Zuckerzusatz von Genuss Plus. Nicht in den Kaffee könnte man ja, es gibt ja auch Hafermilch Barista beispielsweise, aber ich mag das einfach nicht. Und da tue ich dann wirklich auch nur da ein bisschen Kuhmilch rein. Neu, 100% vegan. Das ist mal wieder
weiße Schrift auf hellblauen Untergrund nahm. Ganz toll. Kann ich nicht erkennen. Wie viel da drin ist? Ich habe den Kassenbon mitgebracht, da kann ich gleich mal schauen, wie teuer der war. Wollte ich mal ausprobieren. 5 Gramm Zucker, glaube ich. Schwer zu erkennen. Handseife mitgebracht, die ist aber schon im Badezimmer in Gebrauch. Der Badeschwamm kam 1,49 €. Sind 2 Stück drin. Sehen aus wie 2 Eier. 2 Eier im Sack. Ja, ist doch so. Aus der Ideenwelt. Ne? Kennt ihr ja meistens im Eingangsbereich, also das große Regal bei Rossmann, wo dann so Aktionsware drin ist und auch so ein paar Dauerartikel. Trocknerbälle, Dryerboards, Zweier-Set, verkürzt den Trocknungsvorgang, verringert das Zerknittern der Wäsche. Bisschen mehr Strom sparen. Vielleicht klappt das ja mit den 2 Eiern im Sack. So ein Netzmaterial. Aber ich würde nicht Tüll sagen, ne? Stift mitgebracht von Rexona. Ah, ich habe so viele ausprobiert. Naturkosmetik, aber alles so nass dann unter den Armen, die sind dann nicht so trocken zum. Unter anderem war ich einfach nicht mit zufrieden. Papiertaschentücher mitgebracht.
Dürfte jetzt K.O. sein. 100 Stück sind drin. Schönes Naturmuster. Sieht ein bisschen herbstlich aus, ne? Steht. Ich mag diese lieblichen Papiergeräusche. Das kennt ihr ja von mir, meistens immer irgendwie ein Waschzeug dabei, ne? Wollte ich gerne mal ausprobieren. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das schon mal hatte. Ecofreude Color Waschmittel. Für Fasertiefe, Reinheit und leuchtende Farben. Ohne Mikroplastik und zu 98,9% natürlich Inhaltsstoffe, vegan. Spüler von Vanel. Langanhaltender Duft, 24 Stunden, 7 Tage. Aromatherapie habe ich noch nie gehabt, dass den Beispüler. Duftrichtung, bezaubernde Magnolie mit ätherischen Ölen. Muss ich mal gucken, wie ich das so vertrage. 97% ist die Flasche recycelbar.
ich es auch nicht auf der Gesichtshaut tragen. Aber schauen wir mal. Deo-Stick 1,95. Ach nee, das war das Lederfußbett. Genau, ich hatte mir Einlegesort für meine Gummistiefel geholt. Die kosten 6,99. Genau, ich dachte gerade schon so was. Das war doch so teuer gar nicht. Pass auf. Die Trocknerbälle kamen 3,49 €. Okay. Ja, meine Lieben, das war's von meinem kleinen Real Talk. Rossmann Hall. Ein kleines Lebenszeichen von mir. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.